Hallo und herzlich willkommen am Freitag. YouTube hat einen neuen Algorithmus rausgebracht, um rassistische Videos rauszunehmen aus YouTube. Jetzt werden diese rassistischen Videos alle gelöscht. YouTube selber hat schon gesagt, dass sie jede Menge Videos gelöscht haben. Das soll dann eben verhindern, dass überhaupt noch rassistische Videos bei YouTube reingestellt werden. Unter anderem aber auch Videos, und da wird es dann schon ein bisschen seltsam mit Verschwörungstheorien. Ja, wo endet die Verschwörungstheorie und wo fängt die Meinungsfreiheit an? Denn wenn man so momentan das Klima sieht oder beziehungsweise die Nicht-Diskussion über den Klimawandel, dann kann das sehr schnell zu einer Verschwörungstheorie führen. Wenn man zum Beispiel sagt, dass es den Klimawandel, den sogenannten von Menschen gemachten Klimawandel nicht gibt. Und ruckzuck wird das Video gelöscht. Ja, Zensur im Internet, aber das ist YouTube egal und das ist auch den YouTubern egal, denn entgegen Artikel 13, wo ja jede Menge auf die Straße gegangen sind und jede Menge dagegen demonstriert haben, wird das hier einfach hingenommen. Weil das betrifft ja nicht alle Videos, das betrifft ja nur rassistische Videos. Ja, so viel zur Meinungsfreiheit in YouTube. Jetzt hat auch die ein ganz klares Ende gefunden. Und weiter geht's mit der heiligen Greta Thunberg. Ja, nachdem sie jetzt mitgeteilt hat, dass sie ein Jahr aus der Schule bleibt und dazu freigebekommen hat, kommt jetzt das nächste. Amnesty International verleiht ihr einen Titel, weil sie ja so viel für den, also beziehungsweise gegen den Klimawandel getan hat. Vor allen Dingen auch, weil sie so viele Schüler inspiriert hat, doch die Schule zu schwänzen. Ja, während man auf der einen Seite Schulschwänzer früher mal ins Klassenbuch eingetragen hat, heißt es heute, diese sind Kämpfer gegen den Klimawandel. Dass selbst das Jugendamt nicht einschreitet, macht allerdings einen sehr schlechten Eindruck. Besteht doch Schulpflicht in Deutschland und was noch ganz anderes, nämlich was passiert mit den Herrschaften, wenn sie in die Lehre kommen? Können sie denn auch einfach den Freitag blau machen, denn schließlich sind sie am Demonstrieren gegen den Klimawandel? Oder aber geht das doch nicht in der Firma oder während der Ausbildung? Ja, hier müssen dann Prioritäten gesetzt werden. Was ist wichtiger? Karriere oder Zukunft? Ich glaube, das ergibt sich dann von selbst. In Österreich hat jetzt endgültig die Expertenregierung übernommen. Beamte sind also besser als gewählte Politiker. Ja, wer hätte das gedacht? Nach dem HC-Strache-Desaster und Ibiza-Gate, dem Begräbnis der FPÖ-ÖVP-Koalition, soll jetzt diese Regierung es wieder richten. Sebastian Kurz zurückgetreten und nun sollen Experten regieren. Welche Experten, fragt sich wohl jeder. Sind das jetzt gewählte Experten oder sind Politiker keine gewählten Experten? Jedenfalls sollen diese aus der Versenkung gefundene Expertenregierung es alles besser machen. Allen voran Kanzlerin Bierlein, die schon jetzt gesagt hat, dass Österreich kein intolerantes Land mehr ist, sondern wir alle wieder im Multikulti-Sonnenschein einherwandeln. Ja, wie schön, wenn man doch weiß, wo es lang geht. Ob die von der ÖVP und FPÖ gemachten Regierungsversprechungen allerdings überhaupt eingehalten werden, darf man als dahingestellt betrachten. Auch ebenfalls dahingestellt ist die Rentenerhöhung, die auch für die österreichischen Bürger schon längst wohl zu einer Fantasie verkommen ist. Vielleicht irgendwann, in welchem Jahrhundert noch nicht, wird es sie auch geben. Tja, liebe Freunde, wenn das keine Demokratie ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Hier wird eine Verwaltung zur Demokratie stilisiert. Und all das dank eines vermaledeiten Videos, dessen Hintermänner immer noch nicht ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Liebes Österreich, tja, dir geht es jetzt wirklich schlecht.